Hier spricht der Austra der Zukunft für eine Folge in der Vergangenheit, die mir abhanden gekommen ist. Beziehungsweise nicht das Video, sondern die Tonspur meiner wunderbaren Stimme. Deswegen seht ihr im Hintergrund ein bisschen von dem, was passiert ist in dieser Folge, die jetzt nun verloren ist. Nicht viel, wir haben Monster bekämpft und wir haben das Kosmosfest gesehen. Das seht ihr, glaube ich, auch gerade. Und wir können Shirl rekrutieren und jetzt geht es weiter. Vielleicht war es ein Zeichen für die langweilige Szene, die dann etwa raus musste. Hier unendlich viele Kämpfe. Und jetzt geht es einfach normal weiter mit der anderen Folge. Viel Spaß! Hier spricht Austra, immer noch im Bann der Quest Hydra, sind wir wieder bei The Last Remnant. Ich weiß, irgendwann habe ich einfach mal behauptet, wir machen weiter mit der Hauptstory. Dies war wohl eine Lüge. Wir machen nämlich hier weiter mit Glennis Quest. Gleich, wow, haben wir viel Koleros. Oh ja, 75.000 Koleros. Das bedeutet, wir können gleich mal eben ganz kurz ein paar Dinge tun, bevor wir jetzt weitermachen. Edelmetall gibt es hier auch. Nämlich, wir können mal hier zum Handwerker gehen. Es gibt Dinge, die wir bauen können, möchten vielleicht auch. Zum einen ist es natürlich unser... Wir haben keinen Wackel, ey. Wir bräuchten Wackel. Ne? Das hier würde ich auch gerne weiterentwickeln. Dafür brauchen wir aber Springfroschkrallen oder Tree End Äste. Aber das Flammenwerk würde ich gerne wenig bauen, sondern eher das hier. Mit den Springfroschkrallen. Natürlich könnten wir auch hier weiter versuchen, Dinge zu tun. Aber man sieht schon, wir haben nicht so viel, was wir machen können. Aber wir können erstens den Flügelstutzer bauen. Das ist doch mal ein Zweihänder, den man möchte. Und man könnte den weißen Tiger bauen. What? Okay. Blaudrachenspeer. Gegerbte Erzmonsterhaut. Das wäre ein Speer, den ich nehmen würde. Dafür bräuchten wir diese Saphirkristalle. Den hier wollte ich bauen. Den Riesenspeer für. Oder den Gigaspeer. Was sind das denn für Waffen? Holy hell. Gucken, ob wir noch irgendwas bauen können auf dem Weg. Also dieser komische Hammer ist natürlich ohne Frage ein geiles Teil. Aber jetzt können wir auch hier mit anderen Sachen machen. Kostenreduzierung, sehr interessante Sachen. Moral erhöhen. Und hinterher können wir immer noch das Schwert der Sieben machen, wenn wir noch genug... Wenn wir bald Pläne 3 haben, können wir das Ding bauen. Was natürlich auch eine mega miese Waffe wäre. Aber, ich meine, der Flügelstutzer ist ganz cool, weil der macht mega viel Damage. Braucht eigentlich auch gar nichts außer Erzmonsterfleisch. Und das andere ist natürlich jetzt, was im Raum steht, zum einen dieses Teil. Ja, bezieht ihre Kraft aus blassen Kristallen, mit denen sie besitzt ist. Meisterliche Großaxt für Yama. Oder wir warten hier auf den meisterlichen Langspeer, wo wir noch gegerbte Erzmonsterhaut benötigen. Alles super interessant. Und ich glaube, wir nehmen auch erstmal eine Zeit lang. Wir haben hier noch einen Speer. Lass uns mal die Lanze nehmen. Einfach nur. Ich bin weit gereist auf der Suche nach etwas Mächtigem. Während meiner Reise vernahm ich kund einer alten Legende. Irgendwo in der Welt existiert eine Waffe mit außergewöhnlichen Kräften. Mit ihr kann man die stärksten Feinde besiegen. Oh, okay, aber ich dachte... Okay, ich dachte, wir haben wirklich einen Quest hier bei ihr, aber anscheinend nein. Ist auch okay. Flexibilität ist gut. Rush Sykes, ich weiß, bla bla, wie soll ich trainieren? Kampfkünste, du bist kein guter Magier. Kampfkünste, Gau. Ein bisschen von allem. Edle Baumwolle, ja, machen wir. Ja, machen wir auch. Okay, cool, interessant und, merkwürdig zugleich. Ich würde natürlich gerne irgendwie eine Art, noch einen anderen Speer haben wollen, der mir eventuell mehr bringt als das Ding, was wir jetzt haben.
Oder wir gehen einfach mal gleich Gaslinkupfer farmen. Das ist nicht allzu schwierig. Da müssen wir einmal nur in die eine Mine gehen und einmal Witt machen. Um das bildlich auszudrücken. Der Spalter. Hier kann man auf jeden Fall Äxte kaufen, wenn man möchte. Medaillen der Liebe. Hm. Kann ich damit irgendwas bauen? Wir kaufen so etwas mal und gucken, ob wir jetzt was Neues modifizieren können. Auf den ersten Blick sehe ich natürlich nichts. White Tiger hier, das Ding. Das Ding ist mega krass einfach, aber es ist eine Axt. Und ich weiß nicht, ob Bolzen oder Gao sich dazu hinreißen lassen würden, einen fucking Hammer zu nehmen. Ja. Man weiß es ja nicht, aber... Ich gehe mal eben in die Mine und hol mir mal eben Gasolin. Ach ja, ich weiß es doch alles. Ja, wir sollten mehr Monsterhorden erledigen. Auch das ist völlig in Ordnung. Was auch immer. Gut, ihr habt auch nichts Neues für mich, außer dass du da eine coole Axt da oben hast, die ich natürlich gerne hätte. Keine Frage. Lass uns mal eben dahin gehen, weil da kriegen wir das Erz, was wir brauchen. Wir müssen uns hier um keine etwaigen Rare Mobs mehr Gedanken machen, denn die haben wir alle erledigt. Und wir müssen auch nicht weit rennen, um dann das Erz, was wir suchen, zu bekommen. Ihr wollt mich nicht wirklich angreifen. Ihr wollt mich nicht wirklich angreifen, Freunde. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Einmal Gaslinkupfer! Yes! Er hat nichts gefunden. Das ist unfassbar. Viermal Gaslinkupfer, das sieht schon besser aus. Jetzt aber alles. Bring die ganze Mine zum Abstürzen. Come on. Jetzt aber, die ganze Mine. Die ganze Mine zum Einstürzen bringen. Ist es dein Ernst? Die ganze Mine zum Einsturz. Go! Ja, ob das jetzt zu gäh ist, weiß ich nicht so. Es war eher so, wir können auch die Springfroschkrallen kaufen, erkämpfen. Aber ich weiß halt nicht, das könnte ich alles auch in meiner Freizeit tun, aber Dinge passieren. Außerdem, wie gesagt, das ist die letzte Folge erstmal von The Last Remnant. Deswegen schaue ich, ob wir nicht eventuell noch interessante Dinge machen können. Was interessant wäre, an allererster Stelle, um zu gucken, ob es noch irgendwo andere Quests gibt. Weil ja die Hauptstory uns ein bisschen drängeln, versucht zu drängeln. Wir können den erstmal aufbessern. Wir können den bestimmt weiter aufbessern. Davon gehe ich mal aus. Mit süßem Nektar. Und dann verließen sie ihn. Was gibt. Däumlingszorn. Oder wir könnten auf die vierte Stufe gehen. Tja. Viele Waffen, nichts dahinter. Hier haben wir Golderz, hier haben wir das Echtsilber. Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwas hochziehen können. Wir können hier auf die... Wir können runtergehen, Ninja? Nach unten? Naja, es wird besser, oder? Hier können wir eventuell die Abkürzung nehmen für das Breitschwert.
Ah, ich glaube, das sollten wir sogar machen. Den Dryaden-Diamanten brauchen wir, glaube ich, für nix. Und dann auf die 5. Stufe zu gehen, bringt uns vielleicht irgendwie noch was. Wo ich nicht genau weiß, was. Wir können natürlich irgendwie nach unten gehen, scheint es hier so zu sein. Aber es ist sau teuer, deswegen machen wir das einfach mal. Okay, jetzt ist was anderes. Wir können die... Wow, das ist cool, Alter! What? Natürlich will ich diese Klinge haben, 2 Stück. Tatarashi, oder wie die auch mal heißen, mit primitive Legierung, göttliches Metall und Pestgift. Ohne Frage möchte ich sowas haben. Wir haben auch kein Wackeleisen, wir haben nichts von dem, was wir hier sonst noch haben. Gut. Aber wir haben die Katana ein bisschen erhöht. Bleiben aber erstmal beim Speer. Und überlege gerade, ob wir noch irgendwas machen können. Ich glaube, wir können erstmal nach Atlum zurückkehren. Da war noch ein Quest, der ist uninteressant. Ja, wir kehren erstmal zurück nach Atlum und gucken, was die Hauptstory so sagt. Irgendwas wird ja jetzt passieren. Hallöchen. Yeah, Daddy-O ist zurück. ということですかな。 すまん、 ラッシュ。 ごめん、 父さん。 ちょっと行かなきゃ。 また後で来るよ。 お兄ちゃん。 あのね、 相談があるんだけど。 OK。 ごめん、 イリーナ。 後でいいか。 あ、 うん。 Anscheinend。 Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was gibt's? Ihr braucht mich also da, um dumm rumzustehen? Hätte ich doch weiterreden können. Ich leck mich doch einfach am Arsch, ey. Irina. Oni-chan, David-sama. 相談があったんじゃないのか？随分探したんだぞ。あの、申し訳ありません。今日は会議から緊急招集がかかりました。ご用がなければ、このままラッシュをお借りします。待ってください。私、覇王が生きてるって聞きました。また、兄は戦に連れて行かれるのですか？ ダビッド様、いろいろお助けいただき本当に感謝しています。でも、もう兄のことは解放してください。その代わり今後は私が。何バカなこと言ってるんだ。バカなことなんかじゃないわ。お兄ちゃんだけが危険な目に遭うなんて、そんなのおかしいじゃない。私にだって何かできるわ。お願い手伝わせて。そんなこと。 お前が考えることじゃないだろう。ラッシュ、先に準備しててくれ。私は彼女と話がある。ああ。ラッシュはあなたを危険に遭わせたくないんだ。分かってます。でも、
無理をしてはいけない。あなたは普通の女の子なんだ。普通？私が？マーシャルの力を持ってる。いや、man kann das einfach vergessen。ナーガプールのことは忘れなさい。いいね。あんな恐ろしい光景、どうやって忘れろっていうの？忘れる必要などない。バカ？まあ、ね、あ、で、オーバー、オッケー。恐ろしいならば、なおさら目を背けるな。すべてを受け止め支配しろ。あなたは何がしたいの？それを知ったところでお前にはどうすることもできまい。なぜなら私は。Dass du vom Geräusch der Kirschblütenbäume verschwindest? What? Was genau ist das Geheimnis hier? Na gut, dann halt nicht. Gut, dass wir darüber so was wie geredet haben, schätze ich mal. Tolle Unterhaltung, danke. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass wir jetzt wieder hier rumstehen. Worum geht's jetzt hier genau? Russ, es gibt erneut eine dringende Kongresssitzung. Wir müssen umgehend nach Elysion aufbrechen. Mach dir keine Sorgen um Irina, bla bla bla. Okay, na gut. Dann gucken wir jetzt mal. Denn immer wenn wir ein Stückchen in der Story weiterkratzen, dann kann es passieren, dass wir etwas freikratzen von unseren Nebencharakteren oder auch von anderen Nebenaufgaben. Und ihr wisst, die Questhydra hat mich schon lange in ihrem Bann. Und damit wird sie auch so schnell nicht aufhören. Da hinten ist zum Beispiel ein Quest. Seht ihr, ich hab's gewusst. Oder eine Unterhaltung. Man weiß es ja nie genau. Hier drin zum Beispiel auch. Hallo Nora. Ob ich es leid bin? Diesen Dreck hier? Versucht doch mal von der Hand im Mund zu leben. Immer gehetzt. Nicht mal für eine Minute Ruhe davon, ständig über die Schulter gucken zu müssen wegen... Ach, schon gut. Könntet ihr für euch behalten, dass ich das gesagt habe? Verflucht. Ich bin wohl wirklich müde. Hey Junge, euer Name ist Sykes, oder? Dann sind eure Eltern also diese berühmten Forscher, nicht wahr? Haben sie euch je von dubiosen Projekten an der Akademie erzählt? Pah, ein Blick in euer Gesicht sagt mir, dass ihr keinen Schimmer habt. Belastet eure zwei grauen Zellen aber bloß nicht damit. Ich habe Kopfschmerzen. Lasst mich eine Weile allein. Die Nora scheint irgendwie voll viel zu wissen über mich. Das gefällt mir. Und auch Loki hat hier wahrscheinlich etwas zu sagen. Hallo, Loki. Habt ihr jemals von dem wilden Bergbanditen Loki gehört? Der, von dem schon eure Mutter euch immer gewarnt hat? Das bin ich. Ich bin Abschaum, okay? Ein böser Junge. Lasst mich mit mir irgendwo sehen und euer Ruf wird ruiniert sein. Versteht ihr? Bleibt verdammt nochmal fern von mir. Hey, Alter, wir rennen schon so lange zusammen rum. Wir sind voll die Bros, ey. Ich mach mir jetzt keinen Kopf darum, dass du meinen Ruf schädigen könntest. Denn wir sind Freunde. Oder sowas. Keine Gildenaufträge. Keine Quests. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Können wir nicht vielleicht jetzt nach Vakel gehen? Weil ich habe das... Wir gehen jetzt noch mal hier lang. Das muss doch langsam mal diese komische... Oh, du kannst nicht nach Vakel gehen, weil da ist ja ein komischer... Eine komische Blockade und niemals darfst du da lang gehen. Diese Scheiße muss enden. Wir müssen da lang. Einfach nur, weil ich denke, wir finden... Oh, Loot. Oh, Loot. Ich kann nicht, ich muss Loot. Waffenrezepte, wieder 28. Wir müssen eine neue Stadt sehen. Wir brauchen neue Nebenaufgaben und wir brauchen... noch ein weiteres Treffen mit dieser komischen rosa Hexe. Das ist sehr wichtig, denn ich glaube, wir sollten sie für unsere Zwecke einspannen. Und was bist du? Ach, du bist ja doch... Bist du ein normaler von diesen Yama-Typen oder bist du eher was Besonderes? Ah, jetzt sieht sie normal aus. Schade. Wenn ich natürlich was bekämpfen wollen würde, sind das Rare-Mobs.
Aber auch dieser Wichtel sieht eher normal aus als alles andere. Aha! Eingegraben in der Erde, der Arsch. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wehe, du sagst mir wieder, dass das scheiße ist. Wirklich? Wirklich? Das ist schon das vierte oder fünfte Mal, dass ich das jetzt checke. Nach vielen Ideen, die wir hatten. Wir gehen nach Baltarosa, denn auch hier wartet eventuell noch das eine oder andere auf uns. Zumindest warten hier die Aufträge von Cutman auf uns. Ich bin enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht gerade. Ich bin so enttäuscht, dass man mir die Enttäuschung schon ansieht. Na nun, Dinge passieren. Immer daran denken. Oh, hi. Charlotte? Das Problem ist, wie gesagt, wir wollten ja erstmal, wir wollen ja erstmal ein bisschen aufhören. Aber eventuell ist das ein Quest. Wir gucken mal rein, was sie von uns will, den man dann nächstes Mal machen könnte. Herr Rush, könnte ich einen Moment mit euch sprechen? Es sieht so aus, als würde es zum Krieg zwischen Baltarossa und Royotia kommen. Wir mobilisieren bereits unsere Armee. Lange schon bemüht sich Royotia mit eigenen bla bla bla. Aha. Schutz vor Banditen. Durch den Segen des Tao Ti jedoch konnte Baltarossa das große Sandmeer unter Kontrolle halten. Ich wüsste da wen. Oh, Paris. Ja, wenn er, falls wir. Ich kann da nichts ausrichten. Erstmal nicht, aber wir wissen zumindest, wir können wieder mit Charlotte und Paris reden. Dem merkwürdigen Liebespaar. Und das ist Oswald, oder? Weiser alter Mann. Oder das ist auch nicht Oswald. Naja gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr The Last Remnant haben wollt, dann geht das nun über Folgenreich und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei bestimmter Zeit hier wieder oder irgendwo anders, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Bis dahin, ciao.